Die Wahrscheinlichkeit, dass die Horrorclowns so häufig, wenn nicht sogar häufiger auftauchen werden wie 2016, ist sehr hoch. Ich habe ja bereits in meinen letzten Videos angesprochen, dass diese Clowns bereits auf Social Medias ankündigen, dass sie nun angreifen werden und versuchen noch stärker anzugreifen als letztes Jahr. Nachdem ich dies gesagt habe, bekamen scheinbar viele Zuschauer Angst. Mehrfach wurde ich angeschrieben von Leuten, die sich von diesen Clowns bedroht fühlen und Angst haben. Damit ihr wisst, was ihr am besten tun müsst, um euch vor diesen Clown zu schützen und ihr ihnen immer einen Schritt voraus seid, habe ich dieses Video gemacht. Zunächst muss man verstehen, was diese Clowns wollen und was ihre Ziele sind. Deswegen unterscheidet man in drei unterschiedlichen Kategorien. Es gibt einmal die harmlosen Clowns. Dies sind Leute, die sich zwar als Clowns verkleiden und auch auf die Straßen gehen, aber von ihnen geht keinerlei Gefahr aus. Mit solchen Clowns hat auch letztes Jahr die Horror-Clown-Hysterie angefangen. Denn die ersten Clowns waren nur Menschen gewesen, die sich aufblasbare Luftballons geholt haben und sich damit an Kreuzungen gestellt haben, um Autofahrer zu verängstigen. Sie wollten nichts weiter als sich bloß einen Spaß zu erlauben und hatten nichts Böses im Sinn. Sie verfolgten ihre Opfer nicht mal, denn Passanten hatten sich zwar auch erschreckt, aber kein Passant wurde von ihnen gejagt. Diese Clowns waren nicht auf Konfrontation ausgewiesen, sie wollten nicht mal wirklich Passanten erschrecken, sie wollten lediglich ein paar Autofahrern Angst und Schrecken einjagen. Dies sind die harmlosen Clowns, die nichts tun werden. Allerdings gibt es dann die zweite Kategorie. Ich nenne sie mal die Verfolger. Dies sind die meisten Horrorclowns, die auftauchen. Es sind Menschen, die anderen Menschen mehr Angst einjagen wollen. Sie zielen nicht darauf ab, Autofahrer zu verängstigen, sondern sie haben sich Passanten als ihr Ziel ausgesucht. Diese Menschen warten darauf, dass sie nachts Passanten finden und fangen dann an, diese zu jagen. Dies können sie unbewaffnet tun, aber manche haben auch Waffen wie Baseballschläger oder Macheten bei sich. Jedoch, auch wenn es vielleicht nicht so klingt, diese Clowns sind nicht darauf aus, einen zu verletzen. Sie wollen erneut einem Angst einjagen, doch sie möchten keinen Stress. Viele Menschen hatten letztes Jahr keine Lust wegzulaufen und haben sich den Horrorclowns gestellt. Die Clowns rannten also auf die Passanten zu, doch als die Clowns bemerkten, dass ihr vermeintliches Opfer keine Angst hatte, drehten sie ganz schnell wieder um und rannten selbst weg. Die meisten Clowns, die nachts rausgehen, die wollen sich nicht prügeln oder jemanden verletzen. Sie wollen einfach Angst verbreiten, ohne selbst Probleme zu bekommen. Dies liegt auch daran, dass letztes Jahr so mancher Clown verprügelt wurde, weil er selbst nicht schnell genug weglaufen konnte. Und dann gibt es noch die dritte Kategorie, die aggressiven Clowns. Und dies ist eine Gruppe, die kleiner ist als die zweite, aber deutlich größer als die erste. Denn dies sind Idioten, die sich hinter ihren Masken und Kostümen verstecken und sich deswegen stark fühlen. Sie fühlen sich in ihrer Anonymität so sicher, dass sie sich Dinge trauen, die illegal und gefährlich sind. Denn diese Clowns gehen mit Waffen nach draußen und greifen auch mit diesen an. Sie kennen keine Grenzen und wollen Menschen jagen, verängstigen, verletzen und manchmal auch ausrauben. Letztes Jahr hatten wir viele dieser Beispiele gesehen. Clowns haben auf Menschen eingestochen und sie schwer verletzt. Sie rannten mit Kettensägen auf die Menschen zu und hörten nicht auf, ihre Opfer zu jagen, bis sie abgehängt wurden. Und diese Clowns raubten sogar Geschäfte und Privatpersonen aus. Das wohl gruseligste ist aber, dass diese Clowns auch keinen Halt davor machten, in Häuser einzubrechen. Diese Clowns sind die Gefahr und der Grund, warum man vorsichtig sein sollte. Sowohl in Amerika, Schweden, England, Deutschland, Österreich, überall sollte man vor diesen Clowns in Acht sein. Meine Recherche hat ergeben, dass in Österreich genauso wie in Deutschland Horrorclowns keine Seltenheit waren und vermutlich dieses Jahr auch wieder auftauchen werden. Die Schweiz hingegen hatte recht wenige Sichtungen, was nicht bedeutet, dass man dort absolut sicher ist. Die Wahrscheinlichkeit einzutreffen ist halt nur geringer. Doch was kannst du jetzt tun, um kein Problem mit den Horrorclowns zu bekommen? Die Antwort ist relativ einfach. Sei ihnen einen Schritt voraus. Wenn du weißt, wie sich Clowns verhalten und wo sie sich aufhalten, kannst du ganz leicht ihnen aus dem Weg gehen. Wichtig ist dabei, kämpfe nicht gegen sie, mach keine unüberlegten Handlungen. Unter dem letzten Video waren viele Kommentare wie: Ich kickbox Clowns weg, wenn ich die sehe, oder: Wenn mir so ein Clown entgegenkommt, dann steche ich ihn ab. Wenn dies eure wirkliche Meinung ist, dann streicht dies gleich wieder aus eurem Kopf. Erstens, wenn ihr Kampfsportarten beherrscht, wisst ihr nie, was für Waffen der Clowns bei sich trägt. Denn häufig waren auch Clowns gesichtet worden, die Pistolen oder Gewehre bei sich trugen. Sichtungen solcher Clowns waren zum Beispiel in Köln, Leipzig, bei Kiel und Bremen. Auch wenn ihr gut treten könnt oder gut schlagen könnt, sollte ein Clown sich bedroht fühlen, wisst ihr nicht, was er mit seiner Waffe anstellen wird. Und zweitens, versucht keine Jagd auf Clowns zu machen. Wenn ihr sie umbringen wollt, seid ihr selber nicht besser als sie. Außerdem bekommt ihr dann eine Strafe, denn ein Clown, der auf euch zurennt und ihr stecht ihn ab,
ist keine Notwehr und würde für euch Gefängnis bedeuten. Außerdem ist Morden unmenschlich und ihr solltet auf keinen Fall so etwas tun. Aber was könnt ihr stattdessen machen? Ganz einfach. Die Clowns verstecken sich in dunklen Gassen und an Waldrändern. Zudem versuchen sie häufig, ihre Opfer irgendwie in einen Wald zu locken. Von diesen Gebieten solltet ihr euch entweder fernhalten oder zumindest nicht alleine hingehen. Denn die Clowns schrecken häufig davor zurück, Menschen anzugreifen, die nicht alleine sind. Denn dann fühlt man sich stärker und mutiger, wenn jemand bei einem ist. Dies wissen die Clowns und greifen daher lieber Menschen an, die allein unterwegs sind. Zudem sind fast alle Clowns unterwegs, wenn es dunkel ist. Die meisten Sichtungen passieren in einem Zeitraum von 19 bis 0 Uhr und meistens am Wochenende. Zu dieser Zeit solltet ihr versuchen, nicht alleine nach draußen zu gehen. Aber ich weiß, dass es manchmal nicht anders geht. Manche von euch haben vermutlich Sport oder lange Schule oder arbeiten und kommen deswegen spät nach Hause. Ihr könnt diese Uhrzeiten manchmal einfach nicht meiden, doch auch dafür gibt es Abhilfe. Zunächst, auch wenn ihr nachts nach draußen geht, meidet Waldränder und dunkle Gassen. Geht, wenn es sein muss, einen Umweg, um an bessere beleuchteten Straßen lang zu gehen. Und wenn ihr euch Waffen holt, dann nehmt entweder einen Taser mit. Der bloße Anblick sowie das Geräusch, welches sie erzeugen, ist für viele Clowns schon Grund genug, auf Abstand zu bleiben. Oder ihr nehmt Pfefferspray mit. Ich selbst hatte meine Zeit lang Pfefferspray bei mir. Wenn man abends S-Bahn fährt, gibt es viele Leute, die einen Prügel ohne Grund androhen. Und man sollte immer was dabei haben. Und als ich dieses Pfefferspray mit hatte und es in meiner Tasche trug, hatte ich mit meiner Hand daran rumgespielt. Und dann hatte ich etwas Pfefferspray an meiner Hand und habe mir das aus Versehen ins Auge gerieben. Ich hatte nur eine winzige Menge im Auge und konnte mein Auge trotzdem nicht offen halten. Es hat furchtbar gebrannt und ich konnte mich auf nichts wirklich konzentrieren. Solltet ihr Clowns, die euch angreifen, dies ins Gesicht sprühen, seid ihr sicher vor ihnen. Aber legt es trotzdem nicht darauf an, lauft lieber weg, wenn ihr könnt, und alarmiert sofort die Polizei. Wenn ihr dies alles beachtet, seid ihr so sicher, wie es geht, und vor den Horrorclowns geschützt. Ganz wichtig ist auch, dass ihr immer eure Wohnung oder euer Haus abschließt, weil viele Clowns versuchen, dort reinzugehen. Sie haben allerdings nicht vor, irgendwie Türen aufzubrechen. Es gibt verschiedenste Videos, wo man eben diese Clowns gesehen hat, wie sie versucht, in ein Gebäude reinzukommen. Sie hatten keine Brechstange oder so dabei oder anderes Werkzeug, sie haben auch keine Scheiben eingeschlagen. Sie haben lediglich alle Türen ausprobiert und geguckt, ob eine von ihnen aufgeht. Wenn ihr eure Türen also nachts immer abschließt, dann seid ihr recht sicher, dass kein Clown nachts einfach in eure Wohnung kommt. Gut, das waren alle Infos, die ich in diesem Video für euch habe. Es wird demnächst noch eins geben, weil wir dem 21. September näher kommen und das soll die Nacht der Horrorclowns werden. Wenn ihr schnell Updates von mir erfahren wollt oder irgendwie informiert werden wollt über alles Mögliche, dann könnt ihr mir auf meinen Social Media Seiten folgen. Einerseits auf Twitter oder auf Instagram. Bei beiden heiße ich CreepypastaPunch und dort findet ihr mich. Gut, wir sehen uns dann beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dahin, tschüss.